Guten Morgen von der wunderschönen Insel Rügen. Es ist Montag, der 26.12.2016. Mir scheint wieder das Licht auf den Kopf. Das geht ja leider nicht anders. Wenn ich so mache, habe ich ein ganz weißes Gesicht. Komm von oben. Ich sitze gerade im Gästezimmer, bin fertig und bereit für den Tag für heute. Im Wohnzimmer wird schon gefrühstückt, so ein bisschen zumindest. Das werde ich jetzt auch gleich tun und so gegen spätestens 11 Uhr fahren wir, glaube ich, langsam nach Berlin. Das heißt, ich bin so gegen 14, 15 Uhr zu Hause, muss dann noch zwei, drei Sachen erledigen, was für Bruno Gmünder schnell arbeiten, das wird eine halbe, dreiviertel Stunde dauern. Dann meinen Mietvertrag raussuchen, den ich am Dienstag, also morgen, für den Mieterschutzbund brauche. Und dann kann ich eigentlich den Rest des Tages zocken. Also ich schätze mal so, heute gegen 16, 16.30 werde ich irgendwann in dem Dreh dann bei Twitch online gehen und ein paar Sachen spielen. Mal gucken, was ich heute spiele. The Order hatte ich ja zu Ende gespielt. Vielleicht spiele ich ja ein bisschen Assassin's Creed auf der Xbox One weiter, dass ich da auch mal durchkomme. Oder irgendein anderes Spiel. Wir werden es sehen. Der gestrige Abend war sehr gut. Wir waren ja in Omas Küche Weihnachtsgans essen. Das war sehr, sehr lecker. Hat super geschmeckt, aber wir haben natürlich nicht alles geschafft, ist ja klar. Und jetzt nehmen wir sogar noch ein bisschen Weihnachtsgans mit nach Berlin. Das freut mich sehr. Hin wurden wir gefahren mit so einem englischen Taxi oder zumindest einem englischen Auto. Zurück sind wir gelaufen. Ich glaube, etwas mehr als eine Stunde haben wir gebraucht. Und die Promenade hier von Prora bis Binz ist ja jetzt komplett durchgebaut. Das heißt, man muss dann auch nicht durch einen dunklen Wald oder am dunklen Strand langlaufen, sondern man hat wirklich einen gepflasterten Weg mit Laternen und zwischendrin sogar Sitzbänken. Also das wird immer mehr miteinander verbunden. Und ich war auch erstaunt, wie weit sie jetzt schon hier mit diesen ehemaligen KDF-Bauten sind. Ja. Naja, und heute, wie gesagt, geht's zurück. Wir haben alle so bis um 8, halb 8 oder halb 9 in meinem Fall geschlafen. Und dann, wie gesagt, geht's zurück nach Berlin. Dann habe ich ja noch 2 Wochen frei. Das heißt, ein bisschen Freelance-Arbeiten wird trotzdem anstehen, aber ich kann dann viel, viel spielen, viel ausschlafen und vielleicht schaffe ich es ja auch mal wieder zum Sport zu gehen die nächsten 2 Wochen. Ich meine, die Zeit ist ja da, ich muss sie mir nur nehmen. Ja. Gut, ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag, einen schönen heiligen Abend. Ich wünsche euch heute noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag und wenn ihr mögt, seht ihr mich heute Abend ab, wie gesagt, 16, 17 Uhr irgendwas in dem Dreh auf Twitch. Und ansonsten, wie gesagt, erstmal noch einen schönen Montag euch und ich melde mich dann morgen Vormittag aus gewohnter Umgebung. Also, bis dann. Tschüss.